Vielen Dank, das war sehr, sehr schön. Hallihallo, Hallöchen. Geliebt bedingungslos. Daniel Wolf hat es gerade schon gesagt, das ist ein Thema in unseren 10 Worten, über die wir reden wollen. Gute Nachrichten. Deswegen, bis Ostern könnt ihr hierher kommen und es gibt jedes Mal gute Nachrichten. Deswegen lohnt es sich zu kommen und ich verspreche euch, es wird jedes Mal ein Hammer sein. Geliebt bedingungslos, das ist so ein Konzept, was uns ganz schwer fällt zu glauben. Dass es einen Gott gibt, der uns liebt, ohne dass wir irgendwas tun, ist ein Konzept, was unserer menschlichen Logik widerspricht. Diese Liebe, die kennen wir nicht. Die Liebe, die wir kennen, ist immer mit Bedingungen. Es gibt immer Kleingedrucktes im Vertrag. Und wenn Gott sagt, ich liebe dich bedingungslos, fällt uns das schwer zu glauben, weil wir denken, irgendwo muss doch ein Haken sein. Gott kann mich doch nicht einfach ohne irgendeine Gegenleistung lieben. Wisst ihr, bei uns Menschen ist es so, wir sagen, ich liebe dich als mein Mitschüler oder ich mag dich als mein Mitschüler, aber nur, wenn ich deine Ausarbeitung haben darf. Es gibt immer eine Gegenleistung. Ich mag dich, du bist super, aber nur, wenn es eine Gegenleistung gibt. Oder wir sagen, hey, ich bin gern mit dir verheiratet, aber nur, wenn du auch im Haushalt mithilfst. Oder wir sagen, hey, ich mache dir gern Komplimente, aber nur, wenn du auch ab und zu mal was über meine neuen Schuhe sagst. Oder wir sagen, du bist ein toller Arbeitskollege, ich mag dich, aber nur, wenn du zuverlässige und gute Arbeit machst. Die Liebe, die wir kennen zwischen uns Menschen, die hat immer Bedingungen. Aber wehe, es passiert mal, dass wir diese Bedingungen nicht erfüllen und du als Ehemann mal den Müll länger nicht rausgebracht hast, dann macht's zack und die Liebe ist geplatzt. Oder du machst nicht so oft Komplimente, wie man es dir macht, dann zack. Oder du teilst die Ausarbeitung nicht, zack. Die Liebe beruht immer auf Bedingungen und wehe, wir kommen diesen Bedingungen nicht nach, dann wird diese Liebe brüchig. Deswegen fällt es uns so schwer zu glauben, dass es einen Gott geben soll, der uns bedingungslos liebt. Weil wir wollen uns das doch erarbeiten. Wertschätzung gibt es doch nicht einfach so. Aufmerksamkeit, Liebe und Zuwendung kennen wir nur mit Bedingungen, die verknüpft sind. Und die Bibel erzählt uns von einem Gott, der als Mensch auf die Erde gekommen ist. Und Jesus war einer, der dafür bekannt war, dass er mit der Unterschicht befreundet war. Er hat den Zöllner, den Zollfahnder, den Steuereintreiber, den Banker, hat ihn nicht verachtet. Er hat die Prostituierten nicht an ihre Vergangenheit erinnert. Er hat die Ehebrecherin nicht mit Steinen beworfen. Jesus kam auf die Welt und er hat die Frau, die schon 5-mal verheiratet war, er hat sie nicht verurteilt. Jesus spricht den Schwerverbrecher, der neben ihm gekreuzigt war, er spricht ihn frei. Jesus lässt Judas in seinem Team 3 Jahre lang, obwohl er schon wusste, dass er ihn verraten wird und dass er heimlich aus der Kasse Geld klaut. Diese bedingungslose Liebe Gottes ist in Jesus sichtbar geworden. Und ich möchte euch zu Anfang das auch mal biblisch belegen, was die Bibel über die Liebe Gottes sagt. Und da gibt es ungefähr 1 Million Bibelverse. Ich lese nur 3 vor. Und zwar stehen diese in 1. Korinther Kapitel 13. Da steht, Gottes Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Seine Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen, und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Gott freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern er freut sich immer an der Wahrheit. Seine Liebe erträgt alles. Sie verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschehen mag.
Wisst ihr, im christlichen Glauben geht es nicht darum, dass ihr Gott beeindruckt oder dass ihr ihm eure Liebe beweist oder dass ihr sagt, Mensch Gott, jetzt zeige ich dir mal, dass ich ein guter Mensch bin. Es geht nicht darum, dass Gott zornig ist und du durch gute Taten ihn gut stimmen musst, sondern Gott liebt dich bedingungslos, egal was du tust. Die Bibel sagt sogar, als du von Gott noch nichts wissen wolltest, da hat er dich schon geliebt, Römer 5. Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Meine Frage an dich heute Morgen. Was würde passieren, wenn wir das wirklich glauben würden? Was würde passieren, wenn wir wirklich glauben würden, dass Gottes Liebe bedingungslos ist? Was würde sich konkret in unserem Leben ändern? Und ich kenne das in unseren Kirchen, da werden wir oft nervös, wenn die reine Gnade gepredigt wird, die bedingungslose Liebe, weil wir denken, oh, wo kommen wir denn da hin? Ja? Dann kann ja jeder machen, was er will, dann haben wir ja gar kein Druckmittel mehr. So nach dem Motto, du wirst schon sehen, was der liebe Gott dazu sagt. Wenn Gottes Liebe bedingungslos ist, dann macht uns das manchmal Angst, weil dann ist ja egal, wie ich lebe. Dann ist es ja ein Freifahrtschein zum Sündigen. Und das ist etwas, damit hatte Paulus auch schon zu kämpfen, wo Leute sagten, Paulus, wenn Gottes Gnade unendlich ist, na dann werden die Leute drauf rumtrappeln. Und Paulus sagt, doch als das Ausmaß der Sünde unter den Menschen immer größer wurde, ist Gottes wunderbare Gnade noch grenzenloser geworden. Paulus sagt also, egal was wir tun, Gottes Liebe ist immer größer und sie übersteigt unsere Sünden. Jetzt kommt ein wichtiger Satz. Gott liebt dich immer 100%. Du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr liebt und du kannst nichts tun, dass Gott dich weniger liebt. Gott liebt dich immer gleich, unabhängig von deinen Taten. Was würde passieren, wenn wir das wirklich glauben würden? Die, die mich näher kennen, die wissen, dass dieses ganze große Thema Liebe seit einiger Zeit sehr aktuell ist für mich. Ja. Ich habe eine sehr tolle Frau kennengelernt und am 11. Juli 2014 hat sie zum ersten Mal diese magischen drei Worte gesagt. Welche sind die? Ich liebe dich, hat sie gesagt. Und wisst ihr was? Diese Liebe hat mich verändert. Das Tolle ist, sie, als wir uns kennengelernt hatten, hatte sie keine Ahnung, wer Echtzeit ist, wer Daniel Harter ist. Weil sie 10 Jahre als Missionarin im Ausland war, kannte sie das alles nicht. Und sie fing an, mich zu lieben, nicht für die Leistung, die ich erbracht habe, nicht für meine Musik, nicht weil ich toll predige, nicht weil ich tolle Bücher geschrieben habe, das kannte sie alles nicht. Sondern sie hat angefangen, mich zu lieben für der ich bin, Daniel Harter, ohne meine Leistung. Und wisst ihr was? Diese Liebe verändert einen. Diese Liebe gibt mir Sicherheit, Geborgenheit, Vertrautheit und es lässt mich mutiger leben, befreiter leben, gelassener leben. Warum? Weil ich weiß, ich bin geliebt, unabhängig von meiner Leistung. Ob ich heute gut predige oder nicht, wird hoffentlich daran nichts ändern. Wer weiß. Und genau diesen Effekt sollte die bedingungslose Liebe Gottes auf unser Leben haben. Sie sollte uns befreiter leben lassen. Sie sollte uns nicht die Flügel stutzen, sondern sie sollte uns frei machen, dass wir fliegen. Die Liebe Gottes sollte uns beflügeln. Was wäre, wenn all das wahr wäre und Gott uns wirklich bedingungslos liebt? Was würde sich dadurch heute Morgen in deinem Leben ändern? Ich will es mal noch von der anderen Seite beleuchten. Angenommen, meine Mama wäre heute Morgen zu Besuch und ich würde sie fragen, Mama, war ich immer ein artiges Kind? Dann würde sie sagen, meistens. Oder wenn ich sie fragen würde, was waren so die schlimmsten Dinge, die ich gemacht habe?
habe ich sie letzte Woche am Telefon gefragt. Da sagte sie, du warst immer artig, du hast nie irgendwas angestellt. Dann habe ich sie daran erinnert, an die Stinkbombe, die ich im Schlafzimmer gezündet habe. An den Moment, als ich die Handbremse vom Auto am Berg gelöst habe. Ich war nicht immer artig. Aber das Tolle ist, ich bleibe trotzdem noch der Sohn von Karl und Helga Harter. Ich bleibe trotzdem noch Teil der Familie, weil es was mit meiner Identität zu tun hat und nicht mit meiner Leistung. Meine Eltern lieben mich nicht, weil ich artig war, sondern weil ich ihr Sohn bin. Sie lieben mich nicht, weil ich doch immer das Richtige gemacht habe, sondern sie lieben mich, weil ich Teil der Familie bin. Und selbst wenn wir das vielleicht in diesem Leben nicht erlebt haben und unsere Eltern uns haben fallen lassen, weil wir Mist gebaut haben, Gott ist der perfekte Vater, sagt die Bibel. Und er liebt uns bedingungslos und wir sind seine Kinder und diese Identität als seine Kinder, die verändert alles. Das ist der Grund, warum er uns liebt und nicht die Taten, die wir tun. Für mich gibt es einen Schlüsselvers und hier kommt die Wendung in der Predigt, Achtung. Steht in Römer 2, Vers 4. Da steht, seht ihr nicht, dass er, also Gott, euch durch seine Güte oder auch Liebe zur Umkehr bewegen möchte? Oder ich habe es mal in der Volksbibel nachgelesen, dachte ich, ist vielleicht verständlicher. Da ist es so, ist dir das egal, wie lieb Gott mit dir umgeht und mit wie viel Geduld er sich um dich kümmert? Kapierst du nicht, dass Gott in seiner Liebe dich dazu bewegen will, dein Leben zu ändern? Lese ich nochmal den letzten Satz. Kapierst du nicht, dass Gott mit seiner Liebe dich dazu bewegen will, dein Leben zu ändern? Wisst ihr, ich glaube, wenn wir diese Liebe Gottes verstanden haben, dann hat sie Auswirkungen auf unser Leben. Und dann folgen wir Gott nicht nach wegen den Geboten, sondern wegen seiner Liebe. Und hier kommt ein ganz wichtiger Schlüssel, falls du kurz eingenickt bist, jetzt wäre es wichtig aufzuwachen, zuzuhören. Denn ich glaube, diese ganze Sache, da ist eine Reihenfolge sehr, sehr wichtig. Wir Menschen, wir funktionieren oft so, dass wir denken, wenn wir gute Taten tun, wenn wir die Gebote befolgen, wenn wir Bibel lesen, wenn wir beten, regelmäßig in Gottesdienst gehen, wenn wir uns im Nächsten Gutes tun, wenn wir nicht lügen, nicht stehlen, nicht abschreiben, wenn wir gute Dinge tun, dann denken wir, Gott liebt uns. Das Problem dabei ist, dass Gottes Liebe dann an meinen Taten hängt und es ist furchtbar anstrengend, immer Gottes Liebe verdienen zu müssen, immer mich bewähren zu müssen und immer ist diese Liebe von mir abhängig. Und die Bibel sagt, dieses System ist falsch. Sondern ich glaube, die Reihenfolge muss genau andersrum sein. Wir müssen erst Gottes Liebe verstehen, seine bedingungslose Liebe. Und wenn wir diese Liebe verstanden haben, dann werden wir, so sagt Jesus, wenn ihr mich von ganzem Herzen liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Wenn wir die Liebe verstanden haben, dann wird daraus werden Taten entstehen, die wir aber nicht tun, weil wir müssen, sondern aus Dankbarkeit, weil wir sagen, diese Liebe, die ist so toll, dafür tue ich alles. Aber aus Dankbarkeit und nicht, weil ich muss. Versteht ihr? Die Reihenfolge ist total wichtig. Wenn wir es so machen, werden wir uns verausgaben. Aber wenn wir erst die Liebe Gottes kennenlernen, dann wird daraus natürlicherweise ein Lebensstil entstehen, der Gott ehrt aus Dankbarkeit und nicht aus Pflicht. Ich möchte noch einen Gedanken mitgeben für alle von euch, die sagen, ja, kenne ich schon, langweilig. Vielleicht war das schon 100 Mal im Gottesdienst, nichts Neues. Für euch habe ich einen Gedanken. Und zwar hatte meine tolle Freundin in der Vorbereitung ein tolles Bild, das sehr gut beschreibt,
was die Auswirkungen von dieser Predigt für uns sein sollten. Und das möchte ich einmal an einem anderen Beispiel deutlich machen. Und zwar habe ich euch Gott mitgebracht in Form einer Gießkanne. Ich glaube, wir Christen, wir tendieren dazu, wie dieser Krug zu sein. Und das Prinzip, nach dem wir leben, ist, Gott füllt uns... Gott! Stimmt, ich habe noch nie Blumen gegossen. Da kommen so einige Wahrheiten ans Licht heute. Gott füllt uns mit seiner Liebe. Und unser Prinzip ist, dass wir immer sagen, Gott muss uns bis oben hin füllen. Und wenn wir dann überlaufen, dann geben wir auch lieber an unsere Mitmenschen ab. Aber wir warten immer, dass Gott ganz bis oben hin auffüllt. Und wenn es voll ist und überläuft, dann können wir auch mal den Nächsten lieben. Aber wir schauen immer zuerst auf uns und oh Gott, bitte gib mir mehr Liebe. Und wenn wir überfließen, dann geben wir auch dem Nachbarn oder unserem Umfeld Liebe ab. Kennt ihr, oder? Das ist auch das, was wir ganz oft lehren. Wir sagen, du musst dich von Gott füllen lassen und wenn seine Liebe überläuft. Aber ich glaube, das Prinzip ist ein anderes. Und zwar glaube ich, möchte Gott, dass wir Christen sind, ähnlich wie diese. Und wenn Gott uns hier auffüllt, und das tut er ja, Gottes Liebe ist bedingungslos und er füllt uns immer wieder neu auf, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, die Bibel möchte, dass wir Christen sind, die nicht Liebe weitergeben, wenn sie überlaufen, sondern die hier unten so einen Abfluss haben. So, und wenn man hier, könnt ihr das sehen? Wenn man hier drauf drückt, dann kommt da Wasser raus, und zwar von unten. Nicht, weil es überläuft, sondern es wird von unten abgezapft. Und ich glaube, die Bibel fordert uns heraus, Gottes Liebe so zu behandeln und nicht so. Versteht ihr? Zu sagen, ich gebe Liebe weiter, auch wenn ich gerade nicht überlaufe, weil ich weiß, Gottes Liebe füllt mich und sie ist in mir. Und ich gebe sie, obwohl ich mich gerade nicht danach fühle, obwohl ich gerade nicht überlaufe. So weiß ich doch, sie ist da und sie ist bedingungslos und ich darf und kann sie weitergeben. Versteht ihr? Und da möchte ich euch herausfordern, die ihr sagt, ja, kenne ich schon. Seid Christen, die von unten abgeben und nicht erst, wenn das Fass überläuft. Meine Frage an dich heute Morgen: Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn das wirklich wahr ist, dass Gottes Liebe bedingungslos ist? Und wir sind hier, um euch gute Nachrichten zu geben. Und die gute Nachricht ist, es ist wahr, Gottes Liebe ist bedingungslos und sie ist unendlich und sie möchte uns immer wieder auffüllen. Aber was verändert das in deinem Leben? Wie würdest du heute anders leben, wenn das wirklich wahr ist? Und wisst ihr, Liebe ist eine Sache, die kann man niemandem aufzwingen. Ich konnte Jorinna nicht zwingen, mich zu lieben. Oder andersrum, ich konnte meine Liebe ihr nicht aufzwingen. Und bei Gott ist es genauso. Gott möchte uns lieben, aber Gott ist ein Gentleman. Und er zwingt uns seine Liebe nicht auf. Das heißt, es liegt an uns zu sagen, ja Gott, ich möchte diese Liebe empfangen. Ja Gott, bitte füll mich mit dieser Liebe. Liebe muss man zulassen. Und darum geht es heute Morgen. Und ich möchte euch gleich herausfordern, einen Schritt zu gehen heute Morgen. Ich werde gleich zum Schluss eine Geschichte vorlesen. Und nach der Geschichte möchte ich euch herausfordern, einen Schritt zu gehen. Wir glauben, dass Predigten immer auch eine Antwort brauchen. Dass du als Zuhörer nicht nur sitzt und nickst und sagst, super, sondern dass du eine Entscheidung triffst. Das, was in dir passiert ist, nach außen hin zum Ausdruck bringst. Und nachdem ich gleich diese Geschichte erzählt habe, möchte ich euch herausfordern, mit mir zusammen ein Gebet zu sprechen. Ein ganz einfaches Gebet, das heißt, ja Gott, ich möchte deine Liebe empfangen. Du musst noch nicht alles verstanden haben. Du musst nicht auf alle Fragen des Glaubens Antworten haben. Sondern es fängt damit an, dass du sagst, ja, ich möchte diese bedingungslose Liebe empfangen. Und das sage ich euch jetzt schon mal, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt. Ich möchte euch gleich herausfordern, aufzustehen als Zeichen, zu sagen, ja, ich möchte diese Liebe empfangen.
Und das kann auch einfach eine Bestätigung sein. Vielleicht bist du schon 100 Jahre Christ, aber wie in jeder Liebe zwischen uns Menschen auch, muss man das immer wieder neu bekennen und sagen, ja, Schatz, ich liebe dich immer noch. Ja, das hört ja nie auf. Und vielleicht sagst du, okay, auch heute Morgen möchte ich das neu bekennen und sagen, ich brauche diese Liebe Gottes. Die Band darf schon mal nach vorne kommen und ich möchte enden mit dieser Geschichte. Ein junger, abgebrannter Kerl steckte tief in Schulden. Den letzten Job, den er noch bekommen hat, war an einer Sanifair-Raststätte, Toilette an der Autobahn-Raststätte. Er kam aus gutem Haus, aber als Teenager war er von zu Hause ausgerissen. Und er hatte das ganze Erbe seines Vaters, all sein Geld, hatte er beim Glücksspiel und am Rotlichtmenü rausgeworfen. Sein Vater war reich. Sein Vater ging es gut und er überlegte, was würde passieren, wenn ich nach Hause gehen würde. Da würde es mir gut gehen. Bei meinem Vater gibt es immer reichlich zu essen, da hätte ich ein Dach über dem Kopf. Aber was würde mein Vater sagen, wenn ich nach Hause komme? Würde er mir die kalte Schulter zeigen? Würde er mich zwingen, das Erbe zurückzubezahlen? Würde er mich hochkant wieder rausschmeißen? Und dieser junge Mann nimmt sich ein Herz und er schreibt seinem Vater eine SMS und er sagt, Vater, wäre es möglich, dass ich wieder nach Hause komme? Es tut mir leid, ich habe all dein Geld verspielt, verzockt. Kann ich nach Hause kommen und vielleicht als Lagerarbeiter für dich arbeiten? Und sein Vater schrieb ihm eine SMS zurück und sagte, natürlich, komm nach Hause, du bist herzlich willkommen. Aber der junge Mann hatte die Hosen voll. War das wirklich so? Würde sein Vater ihn wirklich lieben? Oder ist er vielleicht doch tief innen drin zornig? Würde er ihm wirklich vergeben? Und er hatte Bauchschmerzen bei dem Gedanken, nach Hause zu kommen. Und er hatte eine gute Idee. Er wusste, der Zug, mit dem er nach Hause fahren würde, der würde an seinem Elternhaus vorbeifahren. Und so schrieb er seinem Vater noch eine SMS und sagte, Vater, wenn es wirklich okay ist, dass ich nach Hause komme, dann häng als Zeichen des Friedens ein weißes Tuch ins Küchenfenster. Und dann fahre ich mit dem Zug vorbei und ich werde wissen, du bist mir nicht böse, ich kann nach Hause kommen. Und der Vater schrieb ihm eine WhatsApp zurück mit einem Daumen hoch und er wusste, okay, das läuft. Und der Zug fuhr Richtung nach Hause und der junge Mann war ganz aufgeregt und er wusste, nach der nächsten Kurve würde sein Elternhaus kommen. Und er traute sich gar nicht hinzuschauen. Und so sprach er den alten Mann gegenüber im Abteil an und er sagte, können Sie mir einen Gefallen tun? Wenn wir gleich um die Ecke biegen, können Sie mir sagen, ob da ein weißes Tuch am Fenster hängt? Ich traue mich nicht hinzuschauen. Und der Zug bog langsam um die Ecke und der alte Mann schaute gebannt zum Fenster raus. Und der junge Kerl sagte, und was sehen Sie, was sehen Sie? Der alte Mann machte eine lange Pause und er sagte, es tut mir leid, da hängt kein weißes Tuch. Und in diesem jungen Mann kamen alle Zweifel wieder hoch und vielleicht war sein Vater doch zornig. Und dann sprach der alte Mann weiter und sagte, Sie müssen sich das selbst anschauen, das ist nicht zu glauben. Da ist nicht nur ein weißes Tuch am Küchenfenster, da hängen weiße Tücher überall über das ganze Haus, über alle Bäume, alles voller weißer Tücher. Und vor diesem Haus ist ein alter Mann, der winkt eine große weiße Fahne. Und er schaute zum Fenster raus und er sah seinen Vater, wie er mit einer riesigen Fahne da stand und winkte. Und er kam zum Bahnhof und er rannte seinem Vater entgegen, fiel ihm in den Arm und sagte, Vater, es tut mir so leid, ich möchte alles wieder gut machen. Und der Vater nahm ihn in den Arm und sagte, schon gut. Du darfst nach Hause kommen. Ich habe jahrelang auf dich gewartet und ich habe mir nichts mehr gesehnt, als dass du einfach wieder nach Hause kommst. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Geschichte, die Jesus über den Vater im Himmel erzählt. Und er sagt, Gott ist wie dieser Vater.
Er wartet auf dich. Er möchte dich lieben und er ist nicht zornig. Er möchte dich bedingungslos lieben. Und das ist der Punkt, wo ich dich herausfordern will. Wenn du sagst, ich bin heute Morgen hier und ich habe das zum ersten Mal verstanden, Gottes Liebe, bedingungslos. Wenn du sagst, ich habe noch nicht alles verstanden, aber das habe ich verstanden und ja, ich möchte diese Liebe empfangen. Oder wenn du sagst, ja, ich bin schon 100 Jahre Christ, aber ich möchte das neu bekennen. Ich möchte neu sagen, ja Gott, ich brauche deine Liebe, ich lebe von deiner Liebe. Ich möchte in dieser Reihenfolge lieben, deine Liebe empfangen und sie dann weitergeben. Dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen und ich möchte mit euch zusammen ein Gebet sprechen. Wenn ihr mit mir beten wollt, lade ich euch ein, jetzt aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen deine Liebe empfangen. Danke, dass du uns bedingungslos liebst. Und danke, dass diese bedingungslose Liebe uns frei macht. Dass sie uns Mut schenkt. Dass sie uns ganz anders leben lässt, weil wir wissen, wir sind geliebt, ohne dass wir irgendwas tun. Vater, du siehst jeden, der aufgestanden ist, der sagt, ja, ich möchte diese Liebe empfangen. Und ich bitte dich, dass du sie ausschüttest. Dass jeder, der aufgestanden ist, heute Morgen sagen kann, ja, ich bin neu berührt von Gott, neu berührt von seiner Liebe. Und aus dieser Liebe heraus möchte ich jetzt gehen und ich möchte anderen geben. Nicht, weil ich überfließe, sondern weil es diese Liebe schon in mir drin ist. Danke Gott, dass du jeden Einzelnen heute Morgen hier berühren möchtest und berühren wirst. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft direkt stehen bleiben. Ihr dürft auch, wenn ihr Gebet wünscht, nach vorne kommen. Hier vorne ist ein Gebetsteam. Theoretisch verstehe ich diese Liebe, aber ich habe sie noch nicht, die rutscht nicht in mein Herz. Das sind Menschen, die gerne für euch beten, die gerne euch segnen, euch Gutes zusprechen. Wenn nicht, bleibt einfach stehen und lasst uns zusammen unseren großen Gott loben.